Moin, liebe Wölfe, endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Weekly Wolves. Unsere Männer hatten Pause, aber unsere Wölfinnen nicht. Die haben unter der Woche mit 5:0 in der Champions League gegen Servette Genf gewonnen. Und am Wochenende steht schon das nächste wichtige Spiel in der Liga an, und zwar in Hoffenheim. Und das wird ein ganz besonderes Spiel für eine Wölfin. Ich glaube, gerade für mich, ich habe 12 Jahre in Hoffenheim gespielt und ich freue mich einfach auf das Spiel. Ich weiß auch noch gar nicht, was mir erwartet. Ich habe es noch nie erlebt, beim Ex-Verein zu spielen. Deswegen bin ich echt voller Vorfreude und ja, freue mich auf das Wochenende. Was ist wichtig, am Wochenende dann auf dem Platz zu zeigen? Ja, so das, was wir jetzt vielleicht nicht über 90 Minuten gemacht haben. Die einfachen Dinge machen, einfach in unseren Prinzipien zu bleiben und es einfach auszuspielen. Weil dann sind wir eine richtig gute Mannschaft und dann können wir jeden Gegner bezwingen. Die Wölfe gastieren am Samstagnachmittag bei Union Berlin. Von den bisherigen 4 Bundesliga-Duellen mit den Eisernen hat der VfL keines verloren. In der Volkswagen Arena gab es einen 1:0 sowie einen 3:0-Erfolg. Die beiden Partien in Köpenick endeten jeweils 2:2. Beim Remis in der vergangenen Saison holten die Wölfe in Unterzahl noch einen Punkt. Wout Weghorst erzielte den Ausgleich in der 66. Spielminute. Die Aufgabe am Samstagnachmittag ist keinesfalls zu unterschätzen. Die Berliner sind nunmehr 20 Heimspiele in Serie ungeschlagen. Auch die Ausgangslage vor dem Duell ist nahezu ausgeglichen. Die 5. platzierten Wölfe haben einen Zähler mehr auf dem Konto als der auf Platz 7 rangierende FCU. Die Eisernen kassierten bisher die ligaweit 2 meisten Gegentore in der Anfangsviertelstunde, mussten allerdings erst 3 und damit die 2 wenigsten Gegentreffer nach der Pause hinnehmen. Es waren immer sehr intensive Spiele gegen Union Berlin. Ich glaube, Intensität ist auch ein Begriff, den diese Mannschaft auszeichnet, weil sie immer an Grenzen geht, weil sie immer als Mannschaft agiert, sowohl offensiv als auch defensiv. Es ist sehr, sehr schwer, sich gegen Union Berlin Torchancen herauszuspielen, weil sie sehr kompakt verteidigen, weil sie aggressiv verteidigen, weil sie sehr körperbetont spielen. Und wir kennen natürlich auch die alte Försterei und die Fans von Union. Sowohl dort als auch hier, muss man sagen, war immer eine tolle Atmosphäre, war eine tolle Stimmung. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir diesen Trend dieser ungeschlagenen Spiele weiter fortführen können und dass wir jetzt nach der Länderspielpause mit einem Sieg quasi in den Oktobermonat starten. So, liebe Wölfe, das war's schon wieder mit der Weekly Wolves für diese Woche. Es stehen ganz wichtige Spiele am kommenden Wochenende in Berlin und auch in Hoffenheim an. Und da drücken wir feste die Daumen für. Schreibt gerne in die Kommentare, wie diese Spiele ausgehen werden. Gebt uns ein Like. Und natürlich auch ein Abo, da freuen wir uns alle sehr drüber. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, sage ich an dieser Stelle. Bleibt gesund und munter. Bis dann, euer Felix.